ein Kompressionsalgorithmus, der sowohl bei ZIP als auch beim PNG-Dateiformat verwendet wird, ist der LZ77. Dieses Komprimierungsverfahren ist zumindest ein Teil der PNG-Komprimierung, denn dort ist eigentlich Deflate, was eine Kombination von LZ77 und dem Huffman-Encoding ist, das wir in einem anderen Video bereits haben. Aber wie der LZ77 funktioniert, das sehen wir uns jetzt mal an. Wir wissen ja, dass PNG ein verlustfreies Komprimierungsformat ist und demnach muss natürlich diese LZ77 ein verlustfreier Algorithmus sein. Er benutzt wieder ein Wörterbuch und die Idee ist wieder so ähnlich intuitiv wie beim LZW, den wir bereits in einem anderen Video für GIF bereits hatten. So nach dem Motto, das kenne ich schon mal, das habe ich schon mal gesehen und deswegen speichere ich diese Info nicht noch einmal ab. Aber wie funktioniert er genau? Also unser Dictionary, das Ergebnis sozusagen, besteht dann aus drei Einträgen oder aus drei Spalten. Das eine ist der Offset, das zweite ist die Länge und das nächste Unmatched-Symbol, also das nächste noch nicht gematchte, noch nicht komprimierte Symbol. Und das ganze Verfahren ist ein sogenanntes Sliding-Window-Verfahren. Es wird also immer so ein Teilbereich des Input-Strings angesehen. Also wir haben hier einen String, geht natürlich Input-Streams, ja, nicht String, Stream, also es geht mit Bytes, mit Strings, mit Arrays, mit allem Möglichen. Ich zeige es hier mal mit diesem Bla-Bla-Bla-String. Also wir haben ein Sliding Window, dieses Fenster, das fährt über den Stream drüber und ist aufgeteilt in zwei Teile. Das eine ist der Search-Buffer und das zweite ist der Look-Ahead-Buffer. Diese zwei Buffer sind dazu da, um einerseits können wir damit mehr oder weniger komprimieren, aber sie sind dazu da, um zu sagen, okay, im Search-Buffer, das ist der Bereich, den habe ich vor kurzem mal komprimiert, den habe ich schon komprimiert, das habe ich mir schon mal angesehen. Und der Look-Ahead-Buffer, das sind die nächsten Symbole, die ich komprimieren möchte. Je größer dieser Search-Buffer ist, umso länger braucht der Algorithmus auch. Aber ich kann möglicherweise, wenn Search-Buffer und Look-Ahead-Buffer groß sind, auch noch mehr Kompressionsrate rausbringen. Ja, die größte Sliding im Window ist dann logischerweise Look-Ahead-Buffer plus Search-Buffer zusammen, also die Länge. Gut, machen wir hier ein Beispiel. Und zwar, das ist wie gesagt der String, den wir jetzt mal komprimieren wollen. Und da der String so kurz ist, verzeiht mir, dass die Kompression nicht sehr stark sein wird. Aber ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wenn das entsprechendes Bild ist oder etwas Ähnliches, dann wird das natürlich entsprechend stärker komprimiert sein. Gut, wir starten mit einem Sliding Window, wo wir den Search Buffer mit 5 und den Look Ahead Buffer mit 4 definieren. Und wir sehen uns das erste Symbol an im Look-Ahead-Buffer und das ist hier das B. Und wir suchen dieses B in diesem Search-Buffer, ob wir das hier schon mal hatten. In diesem Fall finden wir das B natürlich nicht, denn der Search-Buffer ist noch leer und deswegen schreiben wir in unser Wörterbuch die Werte Offset 0, Länge 0 und nächstes unbekannte Symbol sozusagen, das war das B. Anschließend wird dieses Fenster um eines nach vorne geschoben. Jetzt haben wir etwas im Search-Buffer, nämlich das B. Und wir machen das gleiche Spiel wieder. In diesem Fall mit dem L. So, das kleine L ist in dem Search-Buffer noch nicht vorhanden, demnach wieder 00 und L in das Wörterbuch hinzugefügt. Wir schieben das Fenster nach vorn und bemühen uns um das A. Auch das ist nicht vorhanden, also ins Wörterbuch 00A rein. Wir gehen zum H, das H ist noch nicht vorhanden, also 00H ins Wörterbuch rein. Wieder wird das Window nach vorne geschoben und wir sind beim Leerzeichen angekommen. Das gleiche Spiel, wir haben es nicht gefunden, also rein. Wir schieben das Sliding Window 1 nach vorne. Wir suchen das kleine B in unserem Search Buffer, finden es allerdings nicht und geben dann demnach das kleine B mit den Werten 0 Offset, 0 Länge in den Search Buffer rein. Ins Wörterbuch rein. Nicht vergessen, das Wörterbuch ist nachher das Ergebnis des komprimierten Algorithmus. Das Wörterbuch ist dynamisch, da ist nichts vorher drinnen gestanden. So, jetzt schieben wir wieder das Fenster nach vor und wir suchen das L im Search Buffer.
Und wie wir natürlich sehen, wir finden das L in unserem Search Buffer. Und jetzt suchen wir nicht nur das L, sondern den längsten Match dieses L. Das heißt, wenn wir das L gefunden haben, passt auch der nächste Buchstabe noch? Ja, der passt. Passt auch der nächste Buchstabe noch? Ja, der passt. Passt auch der nächste Buchstabe noch? Ja, der passt. Ja, also haben wir diese vier Symbole hier gefunden. Und was wir jetzt reinschreiben ins Dictionary ist der Offset. Das heißt, wie weit müssen wir hier zurücksehen? Das ist der Wert 5 und wie lange ist der Match? Das ist der Wert 4. Und wir fügen anschließend das nächste Symbol ein, das wir noch nicht gematcht haben. Also, wir haben hier nochmal 4 Matchlänge, also 5 zurück, dann 4 Länge und das nächste ungematchte Symbol ist das B. Was man hier sieht, wäre der Lookahead-Buffer größer, hätten wir einen längeren Match. Wäre der Lookahead-Buffer viel größer, würde sich der Match sogar so weit ziehen, ja, wenn der Lookahead-Buffer, sage ich mal, so groß wäre, ja, dann hätten wir hier auch das B noch gematcht. Wir hätten dann einfach hier weitergesucht. Wir hätten auch im Lookahead-Buffer nach weiteren Matches gesucht, hätten das L, das A und das H gefunden, ja, und hätten dann sozusagen ein 5 zurück und dann eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gehabt. Okay? Gut. Wie geht's weiter? Wir schieben das nach vor. Und zwar bis zum L, denn das B haben wir schon reingegeben. Das nächste Element, das wir ansehen müssen, ist das L. Und jetzt sehen wir wieder entsprechend zurück. Finden wir dieses L im Search Buffer? Ja, wir finden es ganz vorne. Und wie lange ist der längste Match? Also wie weit müssen wir zurückgehen? Wir müssen 5 zurückgehen. Der längste Match ist 3, L, A und H. Also gehen wir rein 5, 3 und das nächste Symbol, das nicht gematcht ist, ist das Rufzeichen. Wir schieben wieder so, dass das Rufzeichen in unserem Search Buffer drinnen ist. Und sagen wieder, okay, wir suchen das Rufzeichen, finden wir es? Ja, wir finden es. Wie weit müssen wir zurückgehen? Nur 1. Wie lange ist der Match? Auch nur 1. Und was ist das nächste Symbol, das wir noch nicht gefunden haben oder nicht matchen könnten? Das lassen wir leer. Aus dem einfachen Grund, wir sind am Ende angelangt. Wir haben unser Wörterbuch gebaut. Das ist das komprimierte Ergebnis. Sind jetzt nicht so viel weniger Zeichen, logischerweise, aber man hat es gesehen, immer wenn das Sliding Window so weit fährt, dann passiert eine entsprechende Kompression. Gut, wie sieht das Dekomprimieren aus? Müssen wir uns natürlich auch ansehen, als Beweis, dass es auch funktioniert. Also wir haben hier unser Wörterbuch, das ist das komprimierte Element, und wir fangen oben an. Und solange wir haben Offset 0, Länge 0, schreiben wir dieses Element einfach hin. So, das geht jetzt natürlich ein paar Mal so dahin. Ich überspringe das mal. Sieht dann so aus. Und jetzt wird spannend. Also wir bewegen zum nächsten Eintrag im Wörterbuch und wir haben jetzt einen Offset von 5 und eine Länge von 4. Das heißt, wir müssen 5 zurückschauen und dann die nächsten 4 Elemente hinschreiben. Ja, das machen wir. Wuff. Und wenn wir das gemacht haben, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch dieses noch nicht gematchte Symbol B ebenfalls noch hinschreiben. Ja, also das kommt auch noch hin. Dann bewegt sich der Cursor wieder weiter. Nächstes Element im Wörterbuch. 5 zurück, 3 Länge und dann ein Rufzeichen schreiben. Also 5 zurück, 3 Länge. Die kopieren wir alle nach vor und das Rufzeichen hingeschrieben. Ja, dann gehen wir wieder hin und sagen 1 zurück, Länge 1. Und dann haben wir nichts mehr zum Hinschreiben, weil das ist leer. Dann sind wir am Ende angekommen. Also 1 zurück, 1 hin. Und wir haben entsprechend dekomprimiert. Ja, dieser Algorithmus LZ77, wie gesagt, wird auch in ZIP oder PNG verwendet und ist eigentlich eine recht nette Idee. Verlustfreie Komprimierung, wunderbar, Wörterbuch basiert, wunderbar, und die Dekomprimierung geht sehr schnell, indem man da einfach so übers Wörterbuch mal drüber geht. Gut, dann viel Spaß beim selber Programmieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.